Anruf kommen. Ganz grundsätzlich, wie kann es überhaupt sein, dass ein radikaler Pastor mit etwa 50 Anhängern die ganze USA in Gefahr bringen kann, wenn es tatsächlich so ist, wie auch Präsident Obama das einschätzt? Nun, wenn das Wort Verbrennen in der politischen Diskussion auftaucht, dann erhitzen sich immer die Gemüter. Normalerweise ist es umgekehrt. Da geht es um amerikanische Flaggen irgendwo im Ausland, die angezündet werden. Diesmal erregen sich eben die Moslems, weil es um ihre sogenannte heilige Schrift geht. Bisher war ja der 11. September ein unantastbares, ja fast heiliges Datum. Was ist denn da passiert, dass jetzt so eine, unter Anführungszeichen, hitzige Debatte entsteht? Nun, es ist einfach so, dass dieser 11. September offenbar an Bedeutung verloren hat, nämlich an Bedeutung, die er früher gehabt hat. Früher waren 40% der Leute jeden Tag an diesen, haben jeden Tag an diesen Tag gedacht, an dieses schreckliche Ereignis. Mittlerweile sind es nur noch 10%, und gleichzeitig ist die Zahl der Leute, die den Islam als eine negative Religion sehen, stark angestiegen. 50% der Amerikaner sehen das so. Nehmen wir einmal an, es kommt nun tatsächlich zu dieser Koranverbrennung. Was bedeutet das für Präsident Obama? Nun, außenpolitisch sowieso nichts Gutes. Den wenigen guten Willen, den er sich erarbeitet hat, wenn überhaupt, mühsam,